Hallo und willkommen bei Handy Games oder Exakt Infos. Ja, also wir spielen Jelly Jump. Nur so als kleine Info. Ihr fragt euch, hä? Der sagt doch, es kommt kein Handy Games mehr. Nie wieder? Ja. Es soll auch nicht zur Handy Games Serie zählen. Ich habe jetzt so anmoderiert, weil es am Handy ist und es ist ein Game und wisst, was ich meine, hoffe ich mal. Das ist jetzt eigentlich ein sehr wichtiges Video. Also was nach meiner Meinung zu so sehr wichtig zählt. Deswegen, wie ihr auch schon Titel gelesen habt, Infos wichtig. Wie öfters. Diesmal ist das kein Beef. Das mit dem Beef ist ja auf meinem Kanal so ein bisschen zum Gag geworden. Was ich auch gut finde, dass jeder Kanal so ein paar Sachen hat zum Identifizieren. Wie, ich hab die Lebkuchen nicht gegessen. Deswegen so ein paar Gags, die man halt zum Identifizieren braucht. So, und auf jeden Fall, jetzt ist was anzusprechen. Wir fangen mal damit an. Wieso kein Minecraft etc. kommt. Mein PC ist im Moment zum Tuning. Tuning updaten, verbessern. In gut Deutsch verbessern. Und das ist halt erstmal weg. 300 Euro für erstmal hin. Deswegen ist es ja erstmal nicht da. Dann die nächste Sache. Weil wir ja gerade bei Minecraft kommt nicht. PC nicht da sind. Es wird dafür FIFA jetzt immer kommen. Also von Montag bis Samstag. Also ab nächsten Montag bis Samstag FIFA. Und an den Tagen, wo normalerweise FIFA kommt, kommt dann doppelt FIFA. So 7, 8, 9 Mal in der Woche FIFA. Für die Leute, die FIFA mögen, ein Muss. Für den Rest ist es eher, oh nee. Aber wer FIFA mag, der freut sich drüber. Ich kann es nicht ändern, ich habe nichts vorproduziert außer FIFA. Weil FIFA nehmen Lenny und ich, wenn wir es aufnehmen, in massenweise auf. Irgendwie bis Folge 58 haben wir schon. Deswegen, also FIFA habe ich noch auf Mass. Dann, wenn wir bei Minecraft eben über, dass mein kein Minecraft kommt, waren. Minecraft. Battle Staffel 3. Haben wir jetzt verdienterweise gewonnen. Weil wir das einzigste Team sind, die keinen richtigen Regelbruch begangen haben. So, und dazu das Team, was die meisten Brüche begangen hat, war Kühlspäre und der Namenslose. Zwei Stück. So. Ich kann die beiden leiden. Also Leon bzw. Kühlspäre. Check könnt ihr auch mal bei seinem Kanal. Link ist eh wieder nicht in der Beschreibung. Falls ich sowas immer vergesse, dann müsst ihr mal gucken. Hab ja schon Videos mit ihm aufgenommen. Einfach mal eingeben. So, und auf jeden Fall bei den lieben Leon. Ja, den kann ich halt in Real Life gut leiden. Den Namenslosen, den kenne ich nicht in Real Life, da kann ich mich nicht drüber äußern. Auf jeden Fall, er ist mir sympathisch in Skype. Und, die haben halt viele Regelbrüche, zwei Stück um genau zu sein, begangen, wo die dafür trotzdem nur einen Zweck bekommen haben, weil wir sozial waren. Den ersten haben sie, glaube ich, Folge 5 oder so bekommen. Oder halt irgendwo, wo die geleftet sind. Die Folge habe ich nicht genau im Kopf. Weil wir haben uns, also wir sind in Escape Conf gegangen. Nach der Aufnahme haben wir gefragt, ja, könnt ihr noch alle? Und habt ihr noch Bock? Dann Jalokop und Ottermann. Ja, wir können noch die Folge. Beziehungsweise wir können noch eine Folge. Und die anderen beiden halt auch. Dann sind die halt mitten in der Folge geleftet. Das wäre halt Strike Number 1. Beziehungsweise Strike Nummer 1. Und dann halt, der letzten Folge ist Strike 2. So. Schon mal scheiße. Und dann ist Lenny ja vor der letzten Aufnahme zu spät gekommen. Und dann haben die sich halt übelst drüber aufgeregt. Ja, erst kommt Lenny so viel zu spät. Und dann sterben wir direkt. Das ist voll unfair. Ja, nee, ist es nicht. Das ist das Spiel und wir machen ein Battle.
wo man halt auch mal auf Teilnehmer warten muss. 3 Wochen auf Jakob warten, wo man mal warten muss. Also finde ich schon wieder sonst doof, dass die sich darüber aufgeregt haben, obwohl es da nichts so aufzuregen gibt. Weil es ist so, sie sind Insta gestorben und danach haben wir halt noch die anderen zerstört, deswegen. Da gibt es nach meiner Meinung nichts aufzuregen. Dann, wenn wir eh schon beim Battle sind. Es gibt Leute, die schreiben mir Privatnachrichten. Und dann, wie soll ich sagen, steht da drinne: Hallo lieber Florian, du bist so schlecht im PvP. Ich denke mir nur, okay, habe ich gefragt, warum? Also ja, du kannst gar nichts, du spielst immer nur mit denselben Leuten. Einen anderen Grund gibt es nichts, nicht, wieso du die Staffeln immer gewinnst, beziehungsweise Favorit bist. Ja, habe ich ihnen mal so gesagt, ey, komm, Skype. Haben wir kurz geskypt. Meint mich dann erstmal als Hurensohn zu beleidigen. Ich dann so, ja, ey, kennst du Varro? Also, ja, kenne ich. Dann so, du kennst doch Zombie auch dann, oder? Also, ja, wer kennt ihn nicht? Ich dann so, ja, du weißt aber schon, dass der von Staffel 1 bis 3 immer dabei war. So, er dann so, ja, und das hat nichts zu sagen. Aber es waren immer dieselben Teilnehmer. Jeder Teilnehmer hat sich halt noch einen neuen Partner gesucht. Da sind halt kaum Leute, die wirklich PvP können. MC-Expert, Stegi, Veni, Tobination, Basti, war Basti GHG bei? Ja, und Basti GHG. Mehr gute PvPler waren nicht dabei. Keine Ahnung, was das war, weiße Feld eben war, wo ich raufgekommen bin. Hat man eh nichts gesehen, so. Deswegen. Das sind die einzigsten guten von 60. 63 oder so. 62, meinte ich. Oder 64 in den Dreh. So. Und dann, wenn dann so ein Camper-Team gewinnt, logischerweise bekommen die auch Hate. Aber er sagt ja, ich bin ein Noob, weil immer dieselben Leute teilnehmen. Sind dann auch immer die Varusia-Noobs, weil immer dieselben dabei sind. Also die Person hat sich dann wohl danach nicht mehr so ausgedrückt und ist gewaged. Und dann habe ich aufgelegt. Jo, das wollte ich noch ansprechen. Noch was? Ich überlege. Ich habe jetzt Minecraft angesprochen. Battle. Ja, genau. Wieso mein PC geupgradet wird, kann ich noch sagen. Wenn er geupgradet wird, dann wird er besser. Wenn er besser ist, kann ich euch bessere Grafik bieten. Und ich weiß, wie sehr ihr alle bessere Grafik wollt. Genau. Wenn wir gerade bei der besseren Grafik sind. Gibt ja immer so die Leute, die meinen, Alter, deine Videos haben voll die beste Grafik. Ich weiß. Also, das ist mir nichts Neues. Ich will nicht sagen, dass meine Grafik nicht schlecht ist, aber dann, bevor diese Leute das schreiben, bitte erst informieren. Ich habe im Durchschnitt mehr Likes als ungespielt. Bei mir jeder 34. Abonnent, bei ungespielt jeder 48. So, dann. Habt ihr mal ungespielte Videos gesehen, als er gerade angefangen hat? Er hat nicht direkt HD gebracht, genau wie die ganzen anderen YouTuber. Die haben nicht direkt HD gebracht, die haben genau wie ich erst schlechte Grafik. So, guckt mal ab, wie viele Abonnenten die bessere Grafik gebracht haben. Und dann schreiben wir weiter. Beziehungsweise können wir auch weiter skypen. Jo, und eine Sache, die ich in Stream mir öfters angesprochen habe: Premium und so kann man spenden. Ja, ihr könnt Sachen spenden. Müsst mir dann eine YouTube-Privatnachricht schicken. Schreibt ihr dann: Hi, ich bin der Kevin. Sag ich jetzt mal: Hi, ich bin der Kevin. Ich spende dir Betrag XY. Für. Dann schreibt ihr hin, wofür. Und wenn ihr dann hingeschrieben habt, zum Beispiel für FIFA. Du hast doch immer mal FIFA gebracht. Die Pack-Openings und die finde ich halt nice. Davon soll es mal mehr bringen. Hier Geld. So, halt. Kann auch ein paar Cent sein. Jede Spende ist gut.
So, zum Beispiel, ihr habt euch ein Pacecard gekauft, sind noch 18 Cent drauf, könnt ihr einfach spenden. So, dann wird ihr halt im nächsten Stream erwähnt. Dann könnt ihr noch eine Nachricht, die im Stream gesagt werden soll, sagen, zum Beispiel, halt, Werbung werde ich nicht vorlesen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Nachricht habt, dann werde ich sie euch vorlesen. Spenden ist freiwillig. Ja. Da gibt es nichts zu sagen. Wir probieren jetzt diesen einen Sprung. Und da hat sich der Internetbrowser geöffnet. Obwohl ich in Offline-Modus bin. Super. Super für die Aufnahme. Stört aber niemand. Die kommt trotzdem. Das ist jetzt mein fünfter Versuch. Während wieder jemand ist rein. Deswegen, das werde ich jetzt noch machen. Und danach wird das Video auch schon online kommen. So. Ich hab so und Last Y. Jetzt schon bei 60 oben. So ganz entspannt. Okay, 70. Wir haben noch einen Versuch, weil wir haben noch genug. Solange wir da. Oh, warte. Sterben. Solange wir noch 60 haben, können wir es noch probieren und danach hören wir auf, also wenn wir nicht mehr 60 bekommen. Jetzt haben wir 10, wenn wir jetzt 50 bekommen, wird noch ein Versuch kommen, also dass die Leute, die. Wie schnell war das Wasser? Okay. Dann Last Why. Okay, das war's. Dann würde ich sagen, haut rein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das Spiel könnt ihr euch auch downloaden, Jelly Jump, und dann schreibt da, wie wertig ihr seid. Spenden auch immer gesehen. Und ciao.